Es ist ein schöner Wintertag in Ponty Pandy. Norman ist gerade mit seinem Schlitten unterwegs zum Rodelberg, um ein paar Abfahrt mit seinem nagelneuen Schlitten zu probieren. Hey, cooles Wetter und richtig viel Schnee. Mal gucken, ob mein neuer Schlitten besser fährt als der alte. Ich muss den Berg da nur noch hoch und dann kann's auch schon losgehen. Wenige Minuten später hat Norman die Bergspitze erreicht. Norman bemerkt jedoch nicht, dass das Rodeln heute nicht erlaubt ist. Eine rote Ampel zeigt dieses an. Durch den Neuschnee in der letzten Nacht könnte es gefährliche Lawinen geben. Wow, ist das leer hier heute. Kein Mensch da. Umso besser, mehr Platz für mich. So, dann wollen wir mal. Norman setzt sich auf seinen nagelneuen Schlitten und stößt sich ab. Juhu, ist das schnell! Macht das einen Spaß! In diesem Moment löst sich am Hang eine riesige Schneefläche und rauscht den Berg hinab. Oh nein, was ist das? Eine Lawine! Hilfe! Norman wird von den Schneemassen begraben. Zum Glück ist die Schneedecke nicht besonders dick und Norman kann sich sogar etwas befreien. Oh nein, ich steck fest! Hilfe! Hilfe! Nein, das macht keinen Sinn. Hier oben auf dem Berg hört mich keiner. Ich muss irgendwie versuchen, an mein Handy zu kommen. Damit kann ich dann Hilfe rufen. Nur mit viel Mühe schafft es Norman, an sein Handy zu kommen. Geschafft. Jetzt kann ich Hilfe rufen. Kurz noch die Nummer wählen. 112. So. Hallo, hier ist Norman. Ich bin auf der Rodelpiste. Ich stecke in einer Lawine fest. Bitte schnell kommen. Männer, es ist ein Notruf reingekommen. Wir rücken sofort aus. Oh Mann, mir wird langsam echt kalt. Hoffentlich kommt bald Hilfe. Wenige Minuten später treffen Elvis und Sam an der Unfallstelle ein. Hallo Norman, hier ist Sam. Keine Sorge, wir versuchen jetzt zu dir zu kommen. Elvis, der Schnee ist nicht fest genug. Wir kommen so nicht an Norman ran. Wir müssen versuchen, mit der Drehleiter irgendwie an Norman ranzukommen. Gute Idee, Sam. Ich gehe gleich an die Fernbedienung. Kurz darauf befindet sich Sam im Korb des Leiterwagens. Okay, Elvis, noch ein Stück? Ja, noch ein Stück? So ist gut, glaube ich. Noch ein kleines Stück. Okay, Elvis, stopp. Ich glaube, ich komme an Norman ran. Norman, versuch jetzt meine Hand zu nehmen. Ich versuche dann, dich irgendwie rauszuziehen. In Ordnung, Sam. Warte, ich probiere deine Hand zu nehmen. So, ich hab sie. Geschafft. Kurz darauf ist Norman gerettet und sicher im Korb des Leiterwagens. So, Norman, gut festhalten. Elvis fährt den Korb jetzt nun wieder ein. In Ordnung. Wenige Minuten später ist Norman sicher aus der Lawine befreit. Norman Price, das war sehr unklug von dir. Hast du denn nicht die rote Ampel gesehen? Das Rodeln war heute viel zu gefährlich. Es gab heute Nacht jede Menge Neuschnee. Na, es tut mir leid, ich habe irgendwie die Ampel gar nicht gesehen und... Ach, mein schöner Schlitten. Keine Sorge, Norman. Guck mal, was ich hier habe. Hey, cool, mein neuer Schlitten. Wie hast du den denn retten können? Er lag ganz unten am Ende der Lawine. Scheint noch irgendwie alles heil zu sein. Dann hat wohl auch dein Schlitten einen echten Schutzengel gehabt, Norman. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Ponty Pandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort mehrmals im Monat tolle Preise verlosen.